Was ich gar nicht mag, ist, wenn die Bilder an der Wand hängen und da gucken dann also irgendwelche Leinwand- oder Jute-Fusseln raus, was man oft gesehen hat. Das ist das rote Seewasser dionysisch. Auf den ersten Blick sehen die meisten nicht besonders viel. Ich übrigens auch nicht. Aber das ist auch so nicht gedacht, sondern es ist gedacht, also das Bild in aller Ruhe an der Wand zu haben und genießen zu können. Und je länger man sich auf die Bilder einlässt, also wie wenn man entspannt am Strand liegt oder auf der Wiese liegt und in die Wolken schaut, also desto lebendiger wird das. Die Motive sind grundsätzlich abstrahierte Landschaften, Landschaftsabstraktionen, also dass das Ganze nicht ausgedacht ist, sondern von der Natur übertragen ist auf die Leinwand, ist das Ziel der Übung. Geometrische Formen, also irgendwelches ausgedachtes Zeug, also das hat mit meinen Bildern nichts zu tun. Ich möchte visuelle Erscheinungen, die man so sehen kann, wahrnehmen kann, übertragen auf eine Art und Weise, die eigentlich schwer übertragbar ist. Und dann taucht also auch die Landschaft auf, dann taucht das Wasser, dann taucht der Herbst auf, dann sieht man Blätter, die im Wasser schweben. Die ganze Stimmung der Farbe trägt in dem Bild dazu bei, was man alles so sehen und empfinden kann. Der Vorgang ist eine Schichtung und Dekonstruktion. Das hat immer, ich baue meine Bilder immer so auf nach dem klassischen Push and Pull. Ich habe ein Motiv, was ich sozusagen hole in seiner Gegenständlichkeit und ich dekonstruiere das immer wieder. Das, was mein Ziel ist, ist eine Lebendigkeit der Bildoberfläche zu erzeugen, die sich im Betrachten dadurch äußert, dass man mehr sieht, als man im Augenblick, im ersten Augenblick eigentlich erkennen mag. Das beste Beispiel, man geht spazieren, also am Meer. Es gibt zwei Betrachter, die am Meer langlaufen. Der eine erlebt eine geistige Offenbarung beim Sonnenuntergang über dem Meer. Der andere kriegt nasse Füße. Ich bin schon seit Jahren angesprochen worden, also mal in einer oder speziell in dieser Kanzlei ausstellen zu können, zu wollen, zu sollen. Und habe mich vor allen Dingen in der Komposition meiner Bilder, in der Hängung der Bilder auf das Thema Kanzlei und Jura sozusagen eingelassen. Bilder und Farben haben also auch immer für mich also einen musikalischen Klang, der das Raumgefühl verändert. Das wird dann einfach halt in den im höchsten chromatischen Kontrast blau und rot, ja, wie die Mariendarstellungen, die Kirchenfenster, gehängt sein. Und an dieser Stelle kommt das rote Seewasser dionysisch. Und dort kommt sozusagen die Reflexion des Mondlichtes hin. So. Und so machen wir hier eine Kathedrale draus. Und ich finde, das sieht schon also ziemlich feierlich aus, der Raum. Das ist meine Interpretation auf das, was in einem juristischen Raum stattfinden kann und soll, wenn darüber nachgedacht wird, so wie finden wir jetzt die Gerechtigkeit. Ist wie bei der Homöopathie, ob man daran glaubt oder nicht, dass das, was da verschüttelt wurde, auch im besten Falle immer wieder durchkommt. Hm?